Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Und heute gibt es mal wieder ein Tassenkuchenrezept für die Mikrowelle für euch. Und zwar passend zum Herbst einen super leckeren Apfelkuchen. Es sind auch noch ein paar Haselnussstücke dabei und wie das Ganze genau geht. Und was ihr alles braucht, seht ihr jetzt. Und das Rezept findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Für diesen super leckeren Apfelkuchen aus der Mikrowelle braucht ihr einmal einen halben Apfel, den habe ich hier bereits einmal klein geschnitten. Dann braucht ihr einen Spritzer Zitronensaft, 2 Esslöffel Braunzucker, 5 Esslöffel Mehl, 1 Esslöffel Haselnusskerne, meine sind hier schon bereits gehackt. Dann braucht ihr 1/4 Teelöffel Backpulver, 1 bis 2 Esslöffel Milch, ein Ei und ein bisschen Zimt. An Material braucht ihr zusätzlich natürlich noch eine große Tasse, eine Gabel und natürlich eure Mikrowelle. Ich starte damit, dass ich das Ei aufschlage und es zusammen mit dem Zucker gut verrühre. Anschließend gebe ich die Butter dazu und auch wieder gut unterrühren. Zum Mehl gebe ich dann ein bisschen Backpulver, vorsichtig unterheben. Und dann kommt das Mehl auch dazu, zusammen mit der Milch. Zum fast fertigen Teig gebe ich dann noch ein bisschen Zitronensaft. Die Haselnusskerne, die Äpfel und natürlich auch ein bisschen Zimt. Den fertigen Teig gebe ich dann in die Mikrowelle bei 800 Watt für circa 1,5 Minuten. Mein Tassenkuchen ist jetzt zurück aus der Mikrowelle und Apfelkuchen schmeckt ja am besten immer schön lauwarm. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen Puderzucker drüber. Man könnte natürlich auch noch ein bisschen Vanilleeis dazugeben oder Sahne. So sieht meiner dann fertig aus. Und ja, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es mir alles einfach unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch super. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration, Koch- und Backclub. Tschüss!